Petrus und Johannes, Johannes 20,1-10. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als erster an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Die Jünger sind durch den Tod des Herrn wie erschlagen. Sie haben die Schrift trotz der Erklärungen Jesu nicht verstanden. So kommt ihnen auch gar nicht der Gedanke an die Auferstehung. Erst als Maria von Magdala die Kunde vom leeren Grabe bringt, machen sich Petrus und Johannes auf und eilen zum Grab. Der erste, der die Grabkammer betritt, ist Simon Petrus, das erwählte Oberhaupt der Gemeinde des Herrn. Er soll Zeuge sein, dass das Grab leer ist, die Leinentücher gefaltet, das Schweißtuch schön beiseite gelegt, dass also hier in aller Ruhe etwas vor sich gegangen ist, das menschliches Können übersteigt. Diebstahl ist nicht möglich, denn sonst hätte man sich nicht Zeit gelassen, alles so im Einzelnen zu ordnen. So bleibt nur die Auferstehung. Noch haben die Jünger den Herrn nicht gesehen, und trotzdem heißt es von Johannes, er sah und glaubte. Das Erste ist nicht die Osterbotschaft, sondern der Osterglaube. Und dieser Glaube beruht gar nicht in erster Linie auf einem Wort, sondern auf einer Tat. Als andere Menschen kehren die beiden Jünger vom Grab zurück. Bei ihnen ist der innere Umschwung noch unvergleichlich größer als bei Josef von Arimathäa und Nikodemus. Sie sind die ersten Zeugen des großen Geschehens und werden zeitlebens Künder der Osterbotschaft sein. Und zwar einer Botschaft, die nicht blind den Glauben fordert, sondern auf einer Tatsache beruht, auf jener Tatsache, mit der das Christentum steht und fällt. Der Auferweckung Jesu von den Toten. Man muss nur Paulus lesen, um zu wissen, was dieses Osterereignis bedeutet. Zwei Kräfte sind als erste zum Grabe geeilt, die Liebe und das Amt. Die Liebe mit beflügeltem Schritt, aber dann gehemmt durch den Mangel an Vollmacht. Das Amt langsamer, beschwerlicher, aber dafür ohne Hemmung die Grabkammer betretend, um alles festzustellen und dann die Kunde weiterzutragen. Liebendes Ungestüm und verantwortungsbewusstes Amt hier brüderlich verbunden am ersten Tag der neuen Zeit, an jenem Tag, der nun den Sabbat ablösen wird, weil es wirklich Sonntag, Tag der aufgehenden Sonne ist, die die Nacht des Todes durchbricht, leuchtend und werbend, den Menschen neue Freude und neue Kraft spendend. Es ist geradezu auffallend, wie das Wort hier von den nüchternen Tatsachen zurücktritt. Weder von den Jüngern wird ein Wort gesprochen, noch vernehmen sie ein Wort. Die Sprache der Tatsachen ist so laut und so deutlich, dass es nichts weiter braucht.